zeichnet auf ein flach geschnittenes Schnitzholz den Seilhaken. Mit einem scharfen Schnitzmesser schnitzt man entlang der Aufzeichnungen, rundet den Haken etwas ab und bohrt an der vorgesehenen Stelle ein kleines Loch. Damit der Spagat bzw. das Seil nach dem Wickeln seine Form hält, wird er mit Leim bestrichen. Die beleimte Schnur wickelt man 3 bis 4 Mal um 3 Finger und bindet das so entstandene Seilbündel zu einer Schlaufe. Den bereits gebeizten Holzhaken befestigt man am Seilende mit etwas Leim.